Promi-Geflüster, eine weitere Folge, nach wie vor noch in München beim ZDF-Pressetermin. Jetzt an meiner Seite Dietrich Mattausch in einem Film, der nennt sich Hexensommer, der dann am Sonntag, am 1. Mai ausgestrahlt wird. Okay, ich sag, ja, das habe ich jetzt wieder hier entnommen. Erstmal hallo und herzlich willkommen, grüß Sie. Hallo, ja. Ja, das ist jetzt eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. Ein bisschen konnte ich mal schon reinschauen. Es geht um eine Gefängnispfarrerin, die ein, sage ich jetzt mal, schwules Pärchen traut. So fängt es an. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Jetzt dürfen Sie ein bisschen erzählen. Naja, ich spiele einen Pfarrer, der in Rente geschickt werden soll, was er nicht mag, und stellt dann plötzlich fest, dass die junge Pfarrerin, die kommt, dass ich mit der Mutter eine komplizierte Beziehung hatte oder haben wollte. Und da gab's, die Rolle hat sich also dann vor 20, 30 Jahren als Pfarrer nicht sehr gut verhalten. Und das hängt ihm jetzt eigentlich noch nach. Aber das geht dann gut aus, weil sie sich aussprechen. Aber sie sprechen sich am Anfang nicht aus. Sie mauern beide, und das ist eigentlich ein bisschen die Spannung des Films, zu sehen, wie die junge Frau und der alte Mann dann doch irgendwann mal Frieden schließen miteinander. Aber das Ganze spielt in Amerika, in den USA. In New England, in der Nähe von Boston. Und da gibt es einen Ort, der heißt Marblehead. Und da gibt es einen Ort, der heißt Salem. In Salem war damals Hexenverbrennung. Da gibt es auch ein Stück von Arthur Miller. Hexenjagd, und darauf geht das zurück. Ich weiß nicht, wie viele, aber das waren, glaube ich, 15 oder 16 Frauen, die damals verbrannt worden sind. Und seitdem, ich weiß nicht wann, aber die feiern ganz ausgiebig 4 Wochen lang Halloween. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was diesem Pfarrer also sehr aufstößt, dass da so ein vierwöchiges Heidenfest stattfindet. Hexensommer passt ja eigentlich dann auch wieder ganz gut mit der Ausstrahlung, die Walpurgisnacht dann, oder? Ja, richtig, das trifft, ja, trifft sich gut. Ja, stimmt. Also jedenfalls, wenn man durch Marblehead oder durch Salem in dieser Zeit also läuft, das war Ende Oktober, glaube ich, und Sie glauben gar nicht, also wie viel Gerippe und wie viel Spinnweben und wie viel riesengroße Spinnen einem da vorgeführt werden. Ja, es ist eigentlich auch ein Brauch, der von Amerika jetzt ja bei uns auch rübergeschwappt ist. Ne? Genau. Es wird ja bei uns auch immer mehr und mehr gefeiert, wird schon geklingelt an der Haustür. Ne? Wir übernehmen viele amerikanische Rituale und geben sie dann also quasi als unsere Rituale, aber mit Halloween haben wir eigentlich, bei uns ist Fasching eigentlich so ähnlich, die Verkleidung und so, aber diese Halloween-Geschichte hat eigentlich, ist eine Spur bösartiger und nicht so humorvoll, ja. Genau. Kürbis und die Geister und so weiter, naja gut. Genau, nee, also ich denke mal, es wird bestimmt auch eine interessante Geschichte, und jetzt haben wir gerade eben noch festgestellt, Sie haben vor ein paar Jahren in meiner Heimat, ich komme aus Reutlingen, gedreht, waren in Tübingen, es war auch Winterzeit. Wie hat es Ihnen gefallen bei uns im Schwäbischen? Das muss ich sagen, Tübingen ist eine schöne Stadt. Also da kann man wohl sagen, Tübingen hat keine Universität, sondern ist eine Universität. Genau. So viele wunderbare junge Leute. Ich habe damals auch eine schöne Ausstellung gesehen im Museum. Jonas Burgert hat eine Ausstellung gehabt. Ich erinnere mich genau, und ich spielte einen Professor, der dann also ermordet worden ist. Und Fritz Weber klärt das auf, ja. Früher war ja sehr viel natürlich auch Theatertourneen mit dem LTT und so weiter. Hatten Sie da auch Beziehungen früher schon? Ja, ich habe viel Theater gespielt, aber im LTT war ich nicht. Ich selber muss sagen, meine letzte Landesbühne liegt also, und oder Tourneebühne liegt lange zurück. Ich habe mal eine Tournee gemacht mit Rolf Beusen und Holzmann und so, aber dann war ich eigentlich immer sehr fest im Engagement. Ich war also hier am Residenztheater. Ach, da drüben habe ich übrigens mal gespielt, Maria Stuart, mit der Rosel Zech zusammen, und dann war ich am Burgtheater, dann war ich in der Josefstadt. Also ich habe zwischen dem Fernsehen und dem Theater eigentlich, bin ich immer hin und her gesprungen. Ja.
Was sind es jetzt gerade mehr? Mehr das Theater oder mehr das Fernsehen, wo Sie gerade aktiv sind? Nein, jetzt ist es so, dass das Theater ausläuft. Das Theater ist für mich eine, doch strengt sehr an und ist sehr kompliziert. Und es müsste etwas kommen, was mich ganz besonders interessiert. Aber ich bin ja Auslaufmodell. Das heißt also, ich spiele jetzt so die alten, etwas verbiesterten Herren oder Schiffsbesitzer, wie zum Beispiel jetzt am Traumschiff habe ich dann... war ich dann der Schiffseigner und hatte also zwei Szenen mit dem Harald Schmidt und zwei Szenen mit der Heide Keller und durfte dann also 3 Wochen da auf dem Schiff sein, habe das natürlich sehr genossen und so. Aber nein, das, ich könnte mich auch zurückziehen und sagen, ich bin Rentner und das war's, ja. Also man kann sich's doch ein bisschen dann aussuchen. Traumschiff, weil Sie es gerade erwähnt hatten, sind das jetzt Folgen, die dann jetzt fürs nächste Weihnachten dann kommen? Ja, Weihnachten. Jetzt ist ja natürlich gerade tragisch der Erfolgsproduzent Wolfgang Rademann gestorben. Der fällt natürlich schon am Set, ne? Oder? Also Show must go on. Das geht weiter. Das ist für das ZDF ein ganz wichtiger Programmpunkt, nehme ich an. Und ich bin sehr neugierig, wer und wie das weitergeht. Denn das ZDF wird nicht mit Wolfgang Rademann sagen, das war's, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, vor allen Dingen, nachdem es 30 Jahre schon so erfolgreich läuft oder gar noch länger. Das ist Kult, eigentlich Kult, 35 Jahre. Es gibt jetzt eine Sondersendung dann im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr sind das 35 Jahre. Und das muss man sich mal vorstellen. Also so eine Erfolgsgeschichte, da sind immer noch über 20% Zuschauerbeteiligung und... ja, in der Zwischenzeit ist das irgendwie Kult. Meine Kinder schauen das auch, finden das also anders komisch als andere Leute, aber ja, das ist halt unsere Fernsehwelt. Da muss man sagen, Wolfgang Rademann hat ja viel gemacht, auch dann Schwarzwaldklinik sehr erfolgreich. Die Neuverfilmung dann nochmal hat auch wieder eingeschlagen, also enorm. Ne? Nee, aber so ist der Lauf der Zeit. Jeder muss mal leider gehen von uns, ne? Das geht nicht anders. Wie betrachten Sie die heute hektische Welt? Ach, sie erschreckt mich ein bisschen, weil es sind, also durch Twitter ist alles, also typisch ist, dass das alles sehr kurzfristig mit Überschriften und mit so einer ungeheuren schnellen Hysterie abläuft. Und wenn man dann, so ich bin jetzt auch selbst aus ruhigeren Welt gekommen und dann sieht man plötzlich am Flughafen und in Städten, es ist voll und alles hat ein Handy und jeder telefoniert und keiner hört mir richtig zu. Also ich weiß nicht, ja, ich kann jetzt nicht sagen, es erstaunt mich. Ja. Nee, es ist in der Tat erschreckend irgendwo. Da haben Sie schon recht, durchaus, weil man ist so von den Medien mittlerweile eingenommen, wenn man einmal einen Tag ohne Handy ist ja für viele unvorstellbar, ne? Aber man ist es nicht anders gewohnt mehr. Ich bin dem Handy nicht ausgeliefert, also mein Sohn Gottlob auch nicht. Und aber ich benutze es und selektiv benutze ich das. Aber wenn ich dann sehe, wie die Medien die Welt verändern, ja, das auch die ganze Geschichte mit den Flüchtlingen hat ja sehr stark mit den Medien zu tun. Also da früher haben die Leute, auch in dem Dorf, in dem sie lebten, waren sie relativ zufrieden, weil sie keinen Vergleich hatten. Aber jetzt haben sie diese Vergleichsmöglichkeit, da sagen sie, da ist das Paradies, da wollen wir hin. Also nicht nur, ich meine, der IS bedient sich ja auch ganz stark dieser sozialen Medien und Ich weiß nicht, das ist eine Erfindung, die mich erschreckt. Einerseits hat sie sehr viel positive Sachen. Wenn ich mit meinem Pad unterwegs bin, habe ich eigentlich die ganze Welt. Ich habe ständig ein Lexikon mit. Ich weiß, wo was gespielt wird. Ich kann die Zeitung lesen. Ich kann wissen, wo welche Temperatur ist, wie viel. Also alles kann ich mir herunter informieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig erschreckend, weil es dann gar keine Geheimnisse mehr gibt, nicht? Früher hat man das Buch mitgenommen, heute den ganzen Bücherschrank, ne? Naja, ich war auf dem Schiff und ich hatte nur das Gerät mit und dann habe ich gelesen da. Hatte 2 Bücher mir runtergeladen und klar, nee, ganz erstaunlich. Also ich denke, die nächste Generation ist im wahnsinnigen Umbruch, weil ich weiß nicht, was ich noch weiter erfinden soll. Wir müssten das erstmal lernen, damit umzugehen. Jetzt habe ich gerade gelesen, jetzt sind Sie dabei, also uns in die virtuelle Welt einzuladen. Also ob das mit mir noch was zu tun hat, weiß ich nicht. Aber ich bin gespannt, ob mein Sohn das akzeptiert und annehmen wird. Da bin ich sehr neugierig. Ich kann mich noch gut entsinnen, das sind ja locker so 25 Jahre auch zurück, gab es auf der Funkausstellung das große Thema zeitversetztes Fernsehen. Ja. Ne? Das war damals neu, da wusste noch keiner was anzufangen damit.
Und jetzt ist man ja soweit, ne? Mit Mediathek und allem drum und dran. Ne? Also das, die Entwicklung, das ist Wahnsinn. Ich würde das gerne, wenn ich zum Beispiel also was versäumt habe oder einen Tatort versäumt habe, auch nur reinschauen, wenn ich möchte. Das finde ich schon sehr, oder zum Beispiel, dass ich aufzeichne und dass ich, das wird wahrscheinlich irgendwas eine Information für mich gewesen sein. Und, neuer Auftrag. Ja, na, weiß nicht, aber da gucke ich dann rein, sage ich, ach, das muss ich aufzeichnen, dann programmiere ich das und dann schaue ich dann zeitversetzt. Oder wir gucken etwas und ruft jemand an, dann drückt meine Frau irgendeinen Knopf. Und dann wird das wohl weiter, läuft das weiter, aber man kann hin und her springen. Also super, eigentlich super. Auf alle Fälle, nee, also da hat sich schon enorm viel getan. Die ganzen neuen Medien, YouTube und so weiter. Und da sind wir jetzt eben auch zu sehen dann heute sozusagen mit unserer Folge. Ne? Ich hoffe, wir haben viele interessierte Zuschauer. Mit Sicherheit, da gibt es bestimmt immer wieder welche, die mit dort reinschauen, genau. Dann freuen wir uns, wie gesagt, auf den 1. Mai mit dem Hexensommer. Da drücken wir die Daumen, ganz genau. Und darüber hinaus in nächster Zeit sonst noch was in Planung? Ich will da gar nichts sagen, ich habe da so 2-3 Anfragen, aber... Lassen wir uns überraschen. Ja, ich lasse mich selber überraschen. Okay. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Wo geht es jetzt für Sie noch weiterhin oder sind Sie aus München? Nee, ich bin nicht aus München, ich muss nach Berlin wieder zurück. Das heißt, ich werde jetzt also ins Hotel gehen und morgen früh fliege ich zurück. Alles klar, dann eine gute Heimreise, Ihnen alles Gute, eine gute Zeit und grüßen Sie Ihre Familie recht schön. Dankeschön, Dankeschön.